Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tag Nummer 11. Stell die mal dahin. Super. Das hochmachen. Da? Ja, nee, erst das hier. Das hochmachen. Genau, dann das rausziehen. Super. Guck mal, der ist noch alt. Erst den. Genau, dann wieder rein. Musst du gerade halten, gerade. Schatzilein, du machst es zu doll. Stopp. Das muss oben bleiben und jetzt reinschieben. Jetzt passt das auch da rein. Super, das runter. Stopp, darauf drücken einmal. Den bis da machen. Stopp, einen runter noch. Pupp, warte, bis grün ist. Immer noch. Jetzt ist er grün. Jetzt den nach da ziehen. So, jetzt den da reinmachen. Ich halte. Genau. Super. Wieder reinmachen. Langsam. Gerade. Stopp, 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 stopp. Jetzt. Runter. Stopp, noch nicht, noch nicht. Erst den hier nach unten machen. Auf den noch ganz unten. Ganz unten. Noch einen runter. Genau. Gut gemacht. Während Rosaline und Ralf die Mittagsschlaf machen, sind Heidi und ich jetzt gerade dabei und haben das Nikolausgeschenk ausgepackt. Das kann man ja immer ein bisschen besser, wenn die kleine Schwester nicht um einen herumtummelt. Das ist eigentlich ab 8 Jahre. Da hat der Nikolaus bestimmt gedacht, dass die kleine Maus das schafft. Aber ich denke, dieses Mal nach Zahlen wird es auch für jedes Alter geben. Aber wir schauen mal. Davon lassen wir uns jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Und ich glaube, die kleine Maus ist hier voll konzentriert. Schnucki, das ist überhaupt nicht schlimm. Guck dir mal an, wie klein die Zahlen sind, mein Herzblatt. Ne? Also setz dich da nicht unter Druck. Alles entspannt, habe ich gleich von vornherein gesagt. Spaß steht an erster Stelle. Vielleicht mache ich auch das ganze Bild an 1, alles mit 1. Aber das werde ich, glaube ich, auch nicht schaffen. Wir machen das peu à peu, mein Herzblatt. Weil die Menge, das schafft man sowieso nicht. Wenn die Lust nicht mehr da ist, genau, an einem Tag sowieso nicht. Wenn die Lust nicht mehr da ist, dann hören wir auf. Genau, und dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag, wenn du sagst, jetzt habe ich Lust, dann geht's weiter, mein Spatz. Soll ich ein bisschen Geschichte anmachen? Gerne. Auf dem Weihnachtsmarkt mit Pepper? Ja. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Ihr habt, glaube ich, schon mitbekommen, wir sind so ein bisschen in Vlogmissverzug gekommen. Aber wie gesagt, nach wie vor immer noch stolz auf Jule, wie sie dort alles wuppt. Ich bin gerade dabei, in den nächsten Laden hoffentlich zu huschen und die Pampers Pants in Größe 7 zu bekommen. Seit gestern gucke ich überall schon von DM, Rossmann, Edeka, Rewe und finde die nicht mehr. Ich hoffe, die sind nicht raus. Jetzt kommt nochmal der nächste Laden und da hoffe ich mehr Glück zu haben. Und danke für euer Feedback, für die netten Kommentare, als ich euch quasi, ich glaube, das war Tag 8 oder 9 mitgenommen habe. Nee, Tag 8. Backen, basteln und selbstgemachte Pizza, die nichts geworden ist. Da habe ich tolle Kommentare schon gelesen. Freue ich mich auch immer sehr drüber. Stärkt mich, motiviert mich. Jetzt nehme ich euch mit. Vielleicht habe ich auch die El Cojones ein bisschen bei DM oder so noch zu vloggen. Mal sehen, da ist man ja doch als Mann immer noch ein bisschen komisch, da mit so einer Kamera rumzurennen. Wa? Aber vielleicht mache ich das so ein bisschen undercover und fühle mich auch wie so ein Undercover-Boss. Und dann sage ich einfach, okay, hier wurde nicht Pappe gezogen, Ware nicht nach vorne gezogen, was ist da los? Ne? Also spielen wir jetzt mal Undercover-Boss. Ich bin bei DM angekommen. Ich hoffe, ich finde die Pampis. Dun, 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 dun. Die Reise hat sich gelohnt. Ich kann endlich wieder Pipi machen. Nehme ich gleich zweimal mit. Oh. Perfekt. Ja, da hatte ich ganz coole Vorsätze und dachte, okay, ich werde mal die Kamera rausnehmen und so wie Jule das machen, einfach mal vloggen, scheißegal, shit happens, nach dem Motto. Nee, da brauche ich irgendwann nochmal so, da habe ich noch keine Überwindungskraft. Erstmal habe ich mich, glaube ich, schon beim Reinkommen dreimal umgedreht und gedacht, jetzt kommt der Marktleiter und tackelt mich, weil er denkt, was ist das denn für einer? Und so offensichtlich, hallo und hier und jetzt kaufen wir noch das und das, das kann ich noch nicht, wenn, dann hätte ich das so undercover-mäßig gemacht. Ich zeige euch dafür die Ausbeute,
denn ich war jetzt nochmal bei Edeka, habe noch da schnell was eingekauft, dann zeige ich euch den Haul. Und ja, nochmal, Schatz, das ist krass, wie du da die Kamera hältst, er gehört schon. Ich weiß aber auch noch, so die ersten Jahre, da warst du auch noch, dich da auch nochmal umgedreht mit ein bisschen Schamgefühl. Jetzt machst du es ja ganz locker und flockig. Aber ich habe das noch nicht drauf, du. Nee, nee. Mm-mm. So gern habe ich sie auch eigentlich gar nicht. Ne? Ich mag meine Frau, aber dann so doll dann auch schon wieder nicht. Ne? Muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also ihr Süßen, jetzt geht's nach Hut. Den Samstagabend ausklingen lassen mit Kalender und Co. Mein Puls ist auf 180, wenn ich an die Kalender denke. Jetzt haben wir gerade nochmal das Bücherregal aufgeräumt. Da war schon wieder Kauderwelsch hoch 10. Aber ich bin ja umso dankbarer und wirklich froh, dass die Kids so eine Bücherwürmer sind. Also lesen, Bücher angucken, da ist so ein riesengroßes Interesse. Ich feiere das ja total. Und deswegen gibt es bei uns auch jeden Tag mindestens eine Lesestunde. Ob abends jetzt vorm Schlafen gehen oder nachmittags, um ein bisschen runterzufahren. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mal einmal die Gunst der Stunde nutzen. Die Kids sind mich gerade mit Oma beschäftigt und Ralfis einkaufen. Ich habe mir überlegt, ich werde dann jetzt mal einmal euch ein paar Geschenk- oder Spielideen zeigen. Denn das wird ganz, ganz häufig gefragt. Einmal in der Kategorie, was die Kids sehr, sehr gerne bespielen und was ich vielleicht als Mama richtig gut oder eben nicht so passend finde. Und wenn ihr daran mehr Interesse habt, auch was die, ich schreibe es mal hier hin, angeht, dann mache ich das die Tage auch sehr, sehr gerne, was da bei uns unterm landen wird. Ich muss immer ein bisschen umschreiben, weil ich ja weiß, dass auch viele mit ihren Kids gucken. Und deswegen schreibe ich es dann immer hier hin. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Ich habe jetzt natürlich auch nicht den Schrank hier vorher irgendwie auf den Kopf gestellt und sortiert, aufgeräumt oder so, außer beim letzten Mal. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es vorher hier drin ausgesehen hat. Ich werde das bei Zeit und Ruhe nochmal besser organisieren. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein oder zwei Bretter mehr, damit ich da mehr für Rosalinchen ein Fach machen kann und für die Sachen, die jetzt irgendwie so davor gestellt sind, weil ich möchte, dass die Kids raufgucken und eben nicht so wie hier zum Beispiel das zur Seite schieben müssen, damit halt einfach mehr Platz und Struktur da ist. Aber das spielt jetzt gerade keine Rolle. Ich fange mal an mit einem Spiel, wovon ich richtig krass enttäuscht bin. Wir sind ja wirklich die absoluten Gesellschaftsspiele-Fans. Und eins, was unter anderem so krass viele Bewertungen hatte und was auch von euch oftmals genannt war, ist dieses hier von Tomi, das Piratenspiel. Kurz und knapp erklärt, da ist so ein kleines Fass, da werden unterschiedlich farbende Messer reingepackt. Der kleine Typi hier, der Pirat, sitzt drin und wer denn das Messer zieht, das er raushüpft, hat quasi verloren. Ist für mich das langweiligste Spiel ever und wie gesagt, wir spielen sehr, sehr gerne Gesellschaftsspiele. Ich finde, dieses Spiel spielt man ein, zwei Mal und dann hat man da auch keine Lust mehr drauf. Und das ist nicht nur bei mir so, auch die Kids oder gerade Hayley vor allem, ne, spielt das auch überhaupt nicht gerne, wo sie sagt, komm, das spielen wir. Das war absolut eine Empfehlung. Das erinnert mich im weitesten Sinne an das Krokodilspiel. Das kennen bestimmt auch viele mit den Zähnchen. Das wiederum finden wir richtig gut. Aber das, no. Alle diese Spiele sind natürlich auch unterschiedlichen Alters. Von daher ist das ja auch nochmal immer wichtig zu differenzieren. Zum Beispiel, guckt euch mal an, wie der Obstgarten hier aussieht. Der wurde schon 60 Milliarden Mal geflickt. Der hat schon einiges durchgemacht. Ich meine, das war das allererste Spiel von Hayley. So sieht es auch aus und so ist es in Benutzung. 2+ ist da die Empfehlung. Und selbst Motti spielt das bis heute wirklich noch sehr, sehr gerne. Oh, das wird gleich umkippen. Aber wer das auch total für sich entdeckt hat und auch vom Alter eben super entsprechend ist, ist Rosalie. Das ist quasi die vereinfachte Form von Mensch, ärgere dich nicht. Da hat man halt hier die Plättchen mit den jeweiligen Farben, da kommt das Obst dann drauf. Dann würfelt man, da ist auch nicht viel drauf, also nur die Farben jeweils. Dann hat man hier noch den Raben und wenn man den Raben würfelt, dann muss dieser Rabe immer einen Schritt auf diesem Feldweg gehen. Und wenn er halt am Ende angekommen ist, dann hat man das Spiel verloren. Oder man sammelt schnell jeweils die Obstsorten in dieses Obstkästchen ein und dann gewinnt man gegen den Raben. Also das ist ganz süß gemacht. Einmal die Obstsorten, Farben lernt man, das erste Würfeln. Also das finde ich wirklich ganz, ganz toll und ist eine absolute Empfehlung. Finde ich, gehört in jeden Spielschrank rein. Das Lotti Karotti in meinen Augen auch. Das haben wir so etliche viele Male bis heute schon gespielt.
Ich muss gestehen, anfangs fand ich das irgendwie total doof und langweilig, aber im Laufe der Zeit macht das echt richtig Spaß. Keine Ahnung, da hatte ich vielleicht eine kleine Spielblockade oder so und habe immer gedacht, was ist denn daran so interessant? Aber um es kurz zu erklären, ihr habt da diesen kleinen Berg, unterschiedliche Farben und Karten und die dreht man um. Und wenn die Möhre zu sehen ist, dann dreht man an der Möhre und dann kann es passieren, dass einer der Hasen runterfallen, weil durch das Verschieben der Möhre wird nämlich eins der Hasenwegfelder geöffnet. Und wer da drauf liegt, fliegt runter. Und umso weniger man hat, umso geringer ist natürlich die Chance zu gewinnen. Von daher total süßes Spiel und eine absolute Empfehlung. Ich glaube, ich muss wirklich separat nochmal ein extra Video dazu machen, weil ich kann mich jetzt schon kaum entscheiden. Welches ich aber mitunter auch am liebsten spiele, ist dieses hier. Und zwar Monopoly Junior. Das war auch ein absoluter Volltreffer. Da ist eine Altersempfehlung ab 5+. Ich glaube, ich habe das aber gekauft, da war Hayley 4 oder 4,5 und das hat super funktioniert. Aber wie gesagt, sie ist auch wie ich und der Rest der Familie ein absoluter Gesellschaftsspiele-Fan und dann passt sowas natürlich. Das ist so schön gemacht mit den Tierfiguren. Super einfach erklärt und auch total verständlich und ähnelt dem typischen Erwachsenen-Monopoly, eben aber in der Kindervariante. Und ich finde, dieses Spiel sollte auch definitiv in jedem Spielschrank bei den Kids zu Hause vertreten sein. Das spiele ich auch mit Hählchen und dem Rest der Bande sehr, sehr gerne. Und auch wenn ich jetzt weitermachen möchte, ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen und ich weiß halt nicht, ob euch sowas gefällt. Genauso auch mit den anderen Spielsachen, Puzzeln, Büchern. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ach, zu Hause. Ich zeige euch einfach mal, was wir alles so gekauft haben. Die auch immer sehr interessant, war. Ja, mei, der redet doch unter Meister, der redet. Das habe ich, das habe ich. So. Kassenbons. Ja, mei. Wenn Jule sagt, Papa, nimm mal meine Karte mit, wovon sie noch nichts weiß. Nein. Ich war bei DM und bin dann anschließend noch zu Edeka gefahren. Papa, sie ist mal richtig schön hier. Was gegen die Augenringe für die Füße besorgt. Einfach mal hier. Huch, eine Gesichtscreme, dann nochmal von Nivea. Ach, was kostet die Welt? Passbrause für unseren gemeinsamen gemütlichen Feierabend. Omi sagt, letztes Wochenende hatten wir Ente gegessen. Das war der absolute Burner. Habe ich gleich von Edeka 2 Stück, dann essen wir sie morgen am 3. Advent nochmal und am Montag. Tatsächlich, sonst hat Omi sich die Mühe ja mal gemacht, aber das wird sie auch zu Weihnachten nachher wieder machen. Den Rotkohl selber, diesmal kühle, geht gut runter. Nutella. Papa hatte sich nochmal einen Radler mit eingepackt zum Fußballspiel gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keine Ahnung, warum der Herr hier alles zählt und nicht er zählt, was er gekauft hat. Aber es kamen einmal noch Tests mit in der heutigen Zeit. Hefe, Überraschungseier, Gesichtscreme, Duschgel, alles für den Herrn und einmal Handseife. Freunde, richtig schön mit den Kindern eingeschlafen. Jetzt heißt es nur noch Kalender aufmachen und dann Siento Cabala Mutstudela. Türchen Nummer 11. Akku blinkt, das läuft. Das läuft hier. Ich musste mir gerade mal wieder zur Abwechslung. Weißt du, sonst sind es all die Jahre die Bademäntel. Jetzt seht ihr mich hier jeden Tag mit meiner Penaten. Ich glaube auch schon, dass du es mit Absicht machst. Voll komisch, ey. Ich bin auch gar nicht richtig da und hau mir schon die Toki rein. Grandpa. Das schmeckt Milky Way, so ein bisschen Milky und Mars. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ein bisschen. Da. Nee, das ist eine, Entschuldigung, eine Haselnusscreme, oder? Mensch, was für ein Zufall. Was sehen wir los hier? Ja, als du geschlafen hast. Richtig, richtig lecker, oder? Nicht lang schnacken. Wir beenden das an dieser Stelle. Oh. Siento Cabala. Däumchen hoch. Und bis morgen. Tschüssi. Gute Nacht.